Was ist der eigene Erfolgsbericht oder Erfahrungsbericht oder das eigene Testimonial? Was macht den so stark? Warum wirkt der? Warum bringt er uns so viel? Und einer der Hauptgründe dafür ist, es ist mein eigener Erfolgsbericht. Das heißt, er ist extrem glaubwürdig. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben gestern gesehen, auf der einen Seite haben wir Kommunikation, also klassische Werbung zum Beispiel, Werbeplakate oder Fernsehwerbung. Und da gibt es ja auch dann Testimonials von Stars beispielsweise, die über eine Kosmetik sprechen und sagen, also seitdem ich die Kosmetik verwende, geht es meiner Haut viel besser, oder seitdem ich dieses Haarspray verwende, hält mein Haar eben nicht nur 2 Stunden, sondern 24 Stunden am Tag in Form. So diesen Klassiker irgendwie morgens München, mittags Tokio, abends New York und trotzdem sitzt die Frisur. Das glaubt ja keiner mehr. Das sind ja Sachen, wo jeder findet das zwar ganz nett, aber das glaubt ja keiner, dass es stimmt. Der Gegensatz dazu ist unser eigener Erfolgsbericht. Und der eigene Erfolgsbericht, das heißt also, etwas zu erzählen, was uns passiert ist, das ist glaubwürdig. Weil die Menschen, die wir kennen, die Menschen, die wir kennenlernen, die gehen davon aus, dass was ich sage, das stimmt auch. Also hoffentlich gehen sie davon aus. Sollten eure Freunde nicht davon ausgehen, dass das, was ihr sagt, stimmt, dann habt ihr ein ganz anderes Problem. Die Stärke unseres Geschäftes ist ja gerade die Kommunikation, also der Austausch mit dem Kunden. Und gestern haben wir ja gesagt, Information ist eine Richtung. Also ein Katalog, das ist erstmal Information, weil da ist ja kein Feedback dabei. Aber meine eigenen Erfahrungen zu teilen, meinen eigenen Erfolgsbericht zu teilen, das geht in die Richtung Kommunikation, weil ich sofort ein Feedback bekomme von dem, der mir zuhört, weil ich sofort sehe, hat der Fragen, weil ich sofort sehe, begeistert den, das kann ich da einhaken. Also Glaubwürdigkeit ist der eine Punkt bei dem Erfolgsbericht, und der zweite Punkt ist der, das ist auch ein Riesenvorteil, es kostet mich nichts. Gerade jemand, der neu im Direktvertrieb startet, der will ja vor allen Dingen erstmal Geld verdienen, kein Geld ausgeben. Das heißt, da ist es immer schwierig, wenn ich jetzt jemand sagen würde, pass auf, um Werbung zu machen, kaufst du dir jetzt mal 100 Kataloge und die verteilst du an deine Freunde und Bekannte. Dann werden die meisten Menschen sagen, Moment mal, ich will ja nicht Geld ausgeben, ich will ja Geld verdienen. Und mein eigener Erfolgsbericht, mein eigener Erfahrungsbericht, der kostet mich überhaupt nichts. Den habe ich nämlich so besucht. Die größte Herausforderung beim Erfolgsbericht ist allerdings, dass der nicht länger als 30 bis 60 Sekunden dauern sollte. Denn in unserer heutigen Welt haben die meisten Menschen eine sogenannte Aufmerksamkeitsspanne, die ist nicht mehr sehr viel höher als eine Minute. Das heißt, wenn es mir nicht gelungen ist, in einer Minute die Menschen neugierig zu machen, dann drehen die geistig schon wieder ab und hören mir gar nicht mehr richtig. Erste Herausforderung, 30 bis 60 Sekunden. Sekunden, nicht Minuten. Jetzt höre ich oftmals in den Trainings, ja, Moment mal, ich kann aber doch in 60 Sekunden meine Lebensgeschichte nicht erzählen. Das wäre auch wahrscheinlich eher traurig, wenn ich meine Lebensgeschichte in 60 Sekunden zusammenfassen könnte. Die wäre dann zumindest mal recht monoton. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um die Lebensgeschichte, sondern bei dem Erfolgsbericht geht es darum, die Dinge zu sagen, die man gegenüber wissen muss, und die Dinge wegzulassen, die man gegenüber nicht wissen muss. Also der klassische Erfolgsbericht von, also ich habe die Produkte kennengelernt, als ich auf der Geburtstagsparty eines Freundes war. Also das war der Freund, wo die Katze krank geworden ist, nachdem, so, und wo ich dann 3 Minuten brauche, bis ich überhaupt zu dem Punkt komme, worum es geht. Das hat in einem Erfolgsbericht nichts zu suchen. In dem Erfolgsbericht geht es darum, kurz und knapp die Dinge zu sagen, die Dinge zum Ausdruck zu bringen, die wichtig sind, um zu verstehen, warum ich so begeistert bin über mein Produkt, warum ich so begeistert bin über mein Geschäft. Und als Hilfestellung dafür hat ein Erfolgsbericht in der Regel 4 einzelne Teile. Der Teil Nummer 1 ist der Hintergrund. Hintergrund, also mein persönlicher Hintergrund. Das bedeutet mein Name, das bedeutet, wo komme ich her, was mache ich beruflich oder habe ich beruflich gemacht, wenn ich möchte auch gerne das Alter, so ein bisschen was über mich. Welchen Zweck hat der Hintergrund dabei? Punkt Nummer 1 hilft es den Menschen natürlich besser zu verstehen, wer ich bin, wo ich herkomme und warum mich das begeistert. Aber noch viel wichtiger dabei ist, indem ich den Hintergrund von mir zeige, helfe ich den Menschen, das zu erkennen, hey, das ist ja jemand wie ich.
Also haben wir zum Beispiel eine Geschäftspräsentation. Da sitzen jetzt Gäste im Raum und da sitzen Geschäftspartner im Raum. Jetzt steht eben jemand auf und sagt, ja, also als ich das Geschäft kennengelernt habe, da war ich damals Kfz-Mechaniker und habe da und da gelebt und aus folgendem Grund habe ich das Geschäft dann begonnen. Alle, die Kfz-Mechaniker oder in verwandten Berufen drin sind, die da im Raum drin sitzen, die werden die Ohren aufstellen, weil sie sich denken, hey, da vorne steht jemand, der ist so wie ich. Und als nächstes steht dann vielleicht jemand auf und sagt, ja, für mich, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich konnte sowieso nie nebenher einen Job machen, weil das hätte sich mit den Kindern nicht vereinbaren lassen, aber hier mit dem Geschäft, so, also werden alle Mütter und alle, die mit Kindern zu Hause sind, also die keine Gelegenheit haben, einen normalen Job anzunehmen, die werden alle die Ohren aufstellen, werden sagen, okay, hey, da ist jemand, der ist wie ich. Wir tendieren immer dazu, den Menschen, die so sind wie wir, am meisten zu vertrauen. Also jemand, der den gleichen Beruf hat, aus der gleichen Gegend kommt, vielleicht die gleiche Altersstufe hat. Das ist jemand, dem ich eher vertraue, als jemand, der unterschiedlich ist zu mir. Das heißt, über den Hintergrund biete ich eben die Möglichkeit, meinen Zuhörern die Möglichkeit, dass sie erkennen, okay, hey, da ist jemand, der ist ja wie ich. Das heißt, da lohnt es sich, zuzuhören. Das ist der Punkt Nummer eins. Dann der zweite Punkt bei einem Erfolgsbericht, das ist, ich nenne das immer das Problem oder der Grund. Das ist der Grund, weswegen ich angefangen habe, ein Produkt zu nehmen, oder das ist der Grund, weswegen ich das Geschäft begonnen habe.